Welcome back to another German Food Review, and it's pizza time from Pizza Hut. A new pizza called Farmer's Lovers. So, it's back again, wieder da. And yeah, there are four pizzas, but this here is just Pepperoni Lovers, Farmer's Lovers, Boston Royal Supreme, and Veg Deluxe. I took this one here, Farmer's Lovers, looks quite nice. And here is your friendly neighborhood Spider-Man. Fantastic. Yeah, special offer for the small one, you have to pay €6.90, 23 centimeter. And for the large one, 33 centimeter, you pay €3 more. So €9.90, that's okay-ish. I mean, Pizza Hut in general is quite pricey, but €10 for large pizza, those are a lot of calories, right? So here's the price, €9.90. Pan pizza funnest pan. Okay, here's the location, Potsdamer Platz. Yup, €9.90. Okay, let's get rid of this bag here. It's a nice bag, and you need something like that if you want to transport such a huge box. Okay, and I got a dip, a new one, Jim Beam Southern Taste barbecue sauce, tangy, sweet, and perfectly spiced with a lick of America's number one bourbon. Yeah, quite pricey. I mean, it's half a liter or something like that, 510 gram, okay. But it's not half a liter, 420 milliliter. Okay, I should shake it in a second. 150 calories, a lot of salt, that's good. Sugar, yeah, that sounds good. Low fat, look at this, zero fat. Yeah, is there English on it? No. Anyway, let's try it. So, first of all, I want to see the pizza. So, 3, 2, 1. Here we go. Yes, and it's, of course, cut, right? Pizza Hut always cuts the pizza. That's how it should be done, right? Always cut the pizza. Yep. And this is the traditional pan pizza. They also offer Italian crust and, yeah, the rest. I already reviewed that, but not the Italian crust. So let's take a look here. There's corn on it. This is pepperoni. It's not salami. It's pepperoni. Please focus, man. There it is. Nice and soft crust. And greasy, right? A lot of grease. What was the other one? Chicken, right? Chicken, pepperoni, and I'm hungry. Corn. And mozzarella cheese, and I guess tomato sauce. Okay, let's eat it, right? Come on. Right here. Tastes like corn. There's quite a lot of corn. This is good, right? Usually, there's not a lot of topping from a pizza on a Pizza Hut pizza, but the amount of corn is okay. Where's the damn chicken? Is this chicken here? No idea. It's a corn pizza. Yeah, man, this crust is tasty. Nice and soft. It tastes like corn with crust. The pepperoni, yeah, I mean, two slices. Okay. But compared to the corn, it's quite lost. Here we go. Okay, now there's pepperoni. Here's chicken. Here we go. Yeah. Seasoned chicken, I think. Interesting. That the flavor is quite light from the chicken, right? I'm not so sure about chicken on a pizza. I mean, double the amount of pepperoni would be better, but that would be pepperoni lovers. Anyway. Right here. I actually like the traditional pan crust more than the cheesy crust because this here is more fluffy. No. It's really nice. Yeah, the topping is not the best. It tastes good, but there are other companies with better topping, but this crust here is really good. Here we go. I like it. So let's dip this southern style sauce in here.
What the heck? No. I should check it, right? Weird. Professional. Okay. A little faster. Okay. Just a little cup. Let me open this door. Ooh. Smells sour, not sweet. Right, so let's pour it in here. Can you see something? Oh boy, that is super thin. Mmm. Didn't expect that. I mean, just like a soup. Okay, anyway, let's try it. So maybe I wasted 550 for that. Okay, anyway, let's try it. There it is. Okay, it's quite thin. Here we go. Spicy. Is that the southern taste? I don't know. I don't really taste the bourbon. In the Jack Daniel's one, there's a little bit of this Tennessee whiskey. Here, not so much. Tastes okay. Well, now 550. I wouldn't buy this one again. I mean, it's not bad, but it's too thin. And you can get other ones for the price. Here we go. Like the Mississippi one. This one is good. This here is also okay, but not outstanding. I like the crust. You can see the fat, absorbed fat, pepperoni slice. Yeah, do you like the Pizza Hut pan crust? Leave a comment. Yeah, the classic one is for me the best one. I mean, the cheesy bites and so, it's okay, but this here is nice and fluffy and tasty. Here we go. And it's a lot of crust. That's a 10 euro. It's okay. For two people each, 5 euro. It's like a large burger. Yeah, that's okay. I think the regular price would be something like 16 or so. That is ridiculous, but 10 for two people, yeah. Box stabilizer. What the heck is this? Oh, okay, that's from the Jim Beam stuff. It's not from Pizza Hut. Okay, good. Here we go. Yeah, the topping. Okay, let's call it average, right? It's not the best topping in the world. But still a super tasty pizza. It's so nice and fluffy and it tastes like crust. And I like this crust flavor. And it tastes like corn. Here we go. Okay, the chicken is lost. I wouldn't buy a pizza with chicken. Sometimes there's a little bit of pepperoni flavor. But mostly corn and a lot of crust. Here we go. Yeah, no bourbon flavor in here. That's too bad. A little bit of bourbon flavor would be nice, I think. Here we go. It's a little sour. Maybe like a little bit like pickles. No idea. Okay, 0.2% Jim Beam bourbon whiskey. But I know no pickles in it, right? I don't see pickles. No idea what reminds me of pickles. Anyway,
It's okay, but it's not. I wouldn't buy this one again, right? I will empty this bottle maybe, but not today, but here we go. Again, no. It's not that good. But actually, the flavor fits. Oh, let's pour in a little more. It's really quite sour. Or maybe I should shake it again. Is it thicker on the bottom? Nah. And it's not smoky, right? Not smoky. This is good. Here we go. Please focus. You can see it. Here we go. Yeah, it's still a thumbs up, but damn, it's really sour and aggressive. Spiced, okay. Sweet, it's not sweet. It's not even a little bit sweet. Anyway, it tastes quite good actually, but too thin. And maybe a little too sour for me, but the overall flavor is okay. So if you buy this one, right, it's not that bad. But for me, it's not a must. This pizza here is a thumbs up, right? Crust is tasty, but I don't know, the topping could be better compared to other companies, right? Anyway, it's still a tasty pizza, and for 10 euro, no, okay, right? Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt eine Pizza von Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Pioneers, aha. Könnt ihr das hier lesen? Pizza Hut BE, ist das ein Druckfehler? Muss ich gleich mal auschecken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es so ein Angebot. Das ist, allerdings ist es nur eine normale Pizza. Aber hier ist der Spider-Man. Okay, nur für kurze Zeit fantastic. Und eine kleine kostet 6,90 Euro. Das wären dann 23 cm Pan-Pizza natürlich. Und eine große kostet 9,90 Euro. So, man bezahlt 3 Euro mehr dafür und bekommt quasi das Doppelte. Okay, so 10 Euro für so eine große Pizza ist immer noch ziemlich hoch. Ich meine, es ist ja fast nur Boden hier. Aber trotzdem, wenn man sich das teilen würde, jeder 5 Euro, kann man schon sagen, ist okay. Denn wenn man so eine halbe Pizza hier isst, das würde auf jeden Fall reichen. Für einige. Okay, und das hier ist die Pizza Farmers Lovers. Es gibt 4 zur Auswahl, aber da sind ein paar reguläre dabei, like Pepperoni Lovers. Farmers Lovers, die habe ich genommen. Da ist Pepperoni-Wurst drauf, Mais und Hähnchenfleisch. Dann gibt es noch Boston Royal Supreme. Die klingt auch ganz interessant. Aber da sind Champignons drauf. Die müssen nicht auf eine Pizza rauf. Die machen, geben mal so ein bisschen Wasser dazu. Egal. Und dann gibt es noch Veggie Deluxe. Ja, welche würdet ihr nehmen? Veggie oder nur Fleisch? Wie auch immer. Hier ist die 33 cm. Dazu gibt es noch einen Jim Beam Dip. Jim Beam Southern Taste. Barbecue Sauce. 5,50 Euro, ganz schön teuer. Sind nur 420 Milliliter. Die Mississippi ist günstiger, glaube ich. Ja, und der werden wir mal testen. Hier seht ihr sie schon und die hat auf jeden Fall eine Schwäche. Als Dip, right? Als Soße geht es wahrscheinlich, aber als Dip ist es zu dünn. Das war bei der letzten Jim Beam schon so. Okay. Lasst uns mal die Pizza gucken. Ist natürlich geschnitten. Kein Schwein will eine ungeschnittene Pizza haben. Oh, hier sind 4 Stückchen drauf, das ist gut. Ja, sehr schöner Boden hier, der ist schön knusprig, wenn man den anfasst, dann ist es fettig. Dann ist das Topping, ja, wie immer, das Pizza-Topping ist nicht das Beste, was man so bekommen kann. Allerdings ist diesmal sehr viel Mais drauf, seht ihr hier. Ja, sonst ist da nicht so viel drauf. Allerdings sehe ich hier kaum Chicken. Vielleicht war kein Chicken mehr da, hier ist ein Stück, aber was ist ein Stück auf so einer Pizza hier? Und dafür ist mehr Mais drauf, keine Ahnung. Okay, hier sehe ich noch ein bisschen mehr. Wie auch immer, denn hier dieser schöne Boden. Ja, und ich werde das mal bitte fokussieren. Und dann, okay, wenn wir mal reinbeißen. Rick. Ja, es schmeckt nach Boden. Dieser Boden schmeckt lecker. Mir zumindest. Sie bieten noch andere Böden an. Natürlich den kleinen, das ist dasselbe, nur kleiner. Dann noch Italian Style, das soll knusprig sein, weiß ich nicht.
Aber das habe ich noch nicht reviewt, das muss ich irgendwann mal testen. Dennoch hält die Spezialdinger, Cheesy Crust und Cheesy Bite. Aber ich muss sagen, mir gefällt die normale Panpizza am besten, denn die ist so schön fluffy. Ja, das gefällt mir irgendwie besser. Ihr guckt euch das an, wie schön luftig das ist. Das ist richtig nice, wenn man da reinbeißt. Here we go. Ja, wenn es so ist hier, nicht ein bisschen knusprig, sondern nur so, das ist wirklich nice. Knusprig ist so ein Abtörner, aber einfach nur soft. Here we go. Dann war ich denn da. Kurz nach 11 oder so. Das war schon voll, das Restaurant. 11.28 Uhr. Das war schon dreiviertel voll oder so. Und haben da ein paar Pizzen weggenascht. Ja, hier seht ihr Chicken. Ja, das schmeckt irgendwie. Ja, das schmeckt nach was, wenn man das so isst. So wie das hier, Hibigo. Aber nicht nur nach Chicken, da ist irgendwie noch Gewürz dabei oder so. Ja, aber das würde ich nicht auf meine Pizza raufmachen. Pepperoni kann man nehmen. Mais ist eigentlich ganz nice. Ja. Aber würdet ihr 2 Euro für Mais bezahlen? Weiß nicht. Aber schmeckt ganz gut auf einer Pizza. Ist auf jeden Fall besser als Chicken. Wenn man denn hier so viel hat. Ja, nur 3 Maiskörner wären auch nicht so nice. Egal, here we go. Der Boden macht hier den Hauptteil aus. Ich meine, den Käse schmeckt man auch nicht. Mozzarella schmeckt man fast nie, aber man schmeckt auch keine richtige Tomatensauce oder so. Here we go. Aber es schmeckt trotzdem lecker. Gibt es nichts auszusetzen. Aber es könnte noch besser sein, denke ich mal. Und durstig wird man. Ungefähr 40 Kalorien, okay. Fast 3 Gramm Salz. Kein Fett. Darauf habe ich geachtet. Kein Fett hier für den Dip, sonst ist das zu fettig. Okay. Wenn wir das Ding mal dippen, hier seht ihr schön das absorbierte Fett. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Geheimnis. Einfach mehr Fett drauf machen, dann schmeckt es geiler. Und solange es warm ist. Das schmeckt einfach lecker. So, falls ihr noch nie bei Pizza Hut wart, würde ich euch die Standard Crust empfehlen. Also einfach nur eine kleine oder große Pan-Pizza. Die kann man schon mal essen, schmeckt sehr lecker. Allerdings könnte das Topping besser sein, aber hier guckt mal, wie dünn das ist. Das Ding hat 5,50 gekostet, wohl verschwendet, kann man nicht so gut dippen. Aber wie schmeckt es denn, Hibigo? Ja, ich weiß nicht, hier steht nichts von sauer drauf. Nur tangy, sweet and perfectly spiced. Das Ding ist, boah, richtig sauer. Ich bin ein bisschen empfindlich, was Saures angeht. Und entsteht dann auch, da soll Bourbon drin sein, ja, 0,2%. Nee, bei dem Jim Beam Zeug, nee. Jack Daniels Zeug, das war richtig nice. Ich habe überlegt, ob ich die Jack Daniels Hot Dose nehme oder die, dann habe ich die genommen. Schade. Da hat man das so ein bisschen rausgeschmeckt. Hier schmeckt man gar nichts raus von dem Bourbon. Ist wahrscheinlich zu sauer. So süß sein, das ist überhaupt ist nicht ein bisschen süß. Schmeckt ganz okay. Irgendwie wie Gurke, aber da ist gar keine Gurke drin. Wie so ein Relish. Nur extrem sauer. Ist jetzt auch nicht scharf oder so. Das wird nicht mein Lieblingstipp. Ich werde ihn noch ab und zu mal essen. Southern Taste, was auch immer das meint. Aber, ja. Nochmal würde ich das Ding nicht kaufen. Wenn ihr es richtig sauer mögt, das hier ist sauer. Kann man schon essen, aber es erinnert mich an so ein sehr würziges Gurkenrelisch. So, hier guckt euch den Pizza an. Da ist ein Stück Chicken. Ja, warte ich schon mal bei Pizza Hut. Wo die da überhaupt hingehen? Here we go.
Kann man auf jeden Fall naschen. Sehr leckerer Boden. Ich würde sagen, eine halbe ist optimal. Eventuell eine halbe und ein Stück oder so. Danach wird es dann halt langweiliger. Immer noch lecker, aber es schmeckt halt immer nur nach diesem Boden. Und das ist so, als wenn man eine Scheibe Brot, ein leckeres Brot schmeckt auch gut. Aber ein ganzes Brot davon ist dann auch nicht mehr so geil. Here we go. Und so gut ist das Topping denn hier nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum das nicht so gut ist wie bei den anderen. Aber das kann man auf jeden Fall lecker wegnaschen. Denn es schmeckt vor allem nach Boden. Hier sind hier Salami, nee, Pepperoni. Here we go. Das Ding ist dafür da, damit die Box stabil bleibt und nicht nach unten drückt auf die Pizza und so weiter. Machen wir noch ein bisschen was von dem Dip rein, obwohl mir der eigentlich ein bisschen zu sauer ist. Ich habe ihn geschüttelt. Okay. So. Oh. Ich weiß gar nicht genau. Brandweinessig, okay. Das ist Senf, okay. Das Ding ist richtig sauer. Chilischoten? Nee. Ist nicht wirklich scharf. Ich weiß nicht, die irgendwie. Hier, Brandweinessig steht auch an dritter Stelle. Ja, so schmeckt's auch. Sehr sauer. Okay. Here we go. Das könnte man wie so einen Kuchen vergleichen. Ist eher teiglastig. Schmeckt trotzdem. 10 Euro für das Ding könnte man sagen, ist okay. Wie gesagt, 5 Euro, wenn man es teilt. Ich weiß gar nicht, was der Standardpreis wäre. Bestimmt so 15, 16 Euro oder so. Das ist dann wiederum ein bisschen lächerlich. Aber okay, ist ja ein Restaurant. Here we go. Das hier ist ganz schön dünn. Ah, den Mais hier wollen wir aber nicht verschwenden. Wie soll ich den hier runterbekommen? Einfach so reinschütten. Vielleicht esse ich das Papier mit. Here we go. Ne. Ja, schmeckt nach Mais. Wärt ihr bereit, 2 Euro für so eine Portion Mais zu bezahlen? Ich weiß nicht, irgendwie. Ist doch mal so eine kleine Blockade. Boden. Here we go. Oh. Jetzt gemacht. Ein Peperoni-Stückchen ertränkt. Oh Mann. Ja, schmeckt trotzdem sehr lecker. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Vor allem für 10 Euro eine so eine Pizza. Geht. Und es schmeckt einfach lecker nach Boden nur. Ja, und ich würde empfehlen, eine normale Pan-Pizza zu nehmen. Ich muss allerdings noch die Classic, Italian Classic Style reviewen. Vielleicht ist der auch richtig geil, keine Ahnung. Aber es bekommt locker einen Daumen nach oben. Schmeckt der lecker, guckt euch mal an, wie das glänzt. Ja, und das hier, ja, ich habe einen Daumen nach oben gegeben. Schmeckt okay, aber so, ich weiß nicht, ist viel zu sauer. Und hier steht nichts von sauer. Wenn da sauer draufstehen würde, würde ich sie nicht kaufen. Vielleicht haben sie das dann nicht draufgeschrieben. Ja. Ist ein bisschen sehr viel Brandweinessig drin. Wie auch immer, Daumen nach oben. Gerade so Daumen nach oben. Nochmal kaufen wir euch nicht. Die Pizza hier allerdings, die ist sehr lecker. Und wenn man den Pizza hat, Geschmack mag, dann ist das schon ganz gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.